Herzlich willkommen zu diesem Enneagramm-Video. Im Rahmen dieser 27 Videos umfassenden Reihe möchte ich Ihnen die 27 Untertypen des Enneagramms kurz und präzise vorstellen. Mein Name ist Detlef Rathmer, ich bin Heilpraktiker mit dem Praxisschwerpunkt Homöopathie. Aufgrund meines Spezialgebietes der Enneagramm-Homöopathie bin ich ebenfalls Enneagramm-Experte und Autor zahlreicher Bücher. Heute geht es um den sexuellen Untertyp der 7. Ich nenne ihn den Gauner. Seine Hauptthemen sind die Faszination, die Beeinflussbarkeit, Träume und Ideale, eine emotionale Oberflächlichkeit, das Erbauen von Luftschlössern, den sogenannten Monkey Mind, also einen Affengeist, und die Suche nach Erleuchtung und Erfüllung. Seine innere Leidenschaft der Völlerei sowie jegliche sonstige Formen des Spaßes und der Maßlosigkeit werden bei dieser Variante des Siebeners hauptsächlich auf charmante, abenteuerliche und beeinflussbare Art und Weise ausgelebt. Durch genussorientierten Optimismus in Beziehungen, durch Beeinflussung sowie Faszination versucht der sexuelle Typ 7 seine Grundangst zu vermindern. Dazu werfen wir nun einen Blick auf dieses Schaubild. Dort finden Sie den sexuellen Siebener unter dem Enneagrammpunkt 7 als dritten Untertyp aufgeführt. Er ist der sogenannte Verstärkungstyp der 7. Völlerei in Beziehungsangelegenheiten des Lebens ist seine tief verborgene Grundleidenschaft. Und seine sogenannte intrinsische Motivation, also sein innerster Antrieb, ist die größtenteils ebenfalls verborgene und damit unbewusste Suche nach Spaß und die Vermeidung von Leid. Primär im Rahmen seiner unmittelbaren, engen Beziehungen zu vertrauten, befreundeten oder sonstigen eng verbundenen Menschen. Zur Nachbereitung dieser Videoreihe empfehlen sich insbesondere meine beiden Bücher Wer du wirklich bist, Enneagrammwissen in farbigen Schaubildern sowie mein Buch Die 27 Persönlichkeiten des Enneagramms. Dort werden die hier nur kurz dargestellten 27 Untertypen für ein vertiefendes Studium ausführlichst, prägnant und umfangreich behandelt. Zum Schluss noch einige Hinweise. Kostenlose Angebote finden Sie unterhalb dieses Videos, zum Beispiel den Enneagramm Newsletter oder die geschlossene Facebook-Gruppe Enneagramm und Homöopathie oder einen von mir konzipierten Enneagramm-Diagnosetest für meine Patienten, der sich auf meiner Praxis-Homepage psychologische-homöopathie.de befindet und dort downloaden lässt. Weiter gibt es auch noch unter diesem Video Buchempfehlungen in Form anderer Videos auf YouTube und ein Hinweis auf die Verlagshomepage www.verlagshaus-rathmer.com, auf der Sie sämtliche verfügbaren Bücher von mir übersichtlich dargestellt finden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Denken Sie bei Zeiten an das schöne französische Sprichwort: Die Aufmerksamkeit ist das Gedächtnis des Herzens. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.